schauen Sie mal, früher, bis in die 70er Jahre, hat die Kunst die Leute emporgehoben zu was Besserem. War eine Emphase notwendig. Dann hat die Gesellschaft angefangen, von der Kunst unterhalten zu werden. Also diesen Musical-Charakter. Und wir haben heute eine Gesellschaft, die will nicht mehr emporgehoben werden zu etwas Besserem, sondern wir haben heute eine Gesellschaft, die will unterhalten werden. Und Bildermalen ist keine Unterhaltung. Kunst ist keine Unterhaltung. Malerei ist keine Unterhaltung. Das ist die Erfindung der eigenen Fantasie. Wenn du nicht in der Lage bist, beim Betrachten selbst diese Emphase reinzuholen. Der Maler macht nur das Bild. Bewegen, empfinden, nachempfinden, was gedacht ist und die Zeitbezüge, die musst du im Kopf feststellen und nur du. Und jeder von uns, der da Bilder anguckt. Und das ist ein Bildungsproblem. Das ist eine Klassifizierung, wie ich in meiner Welt stehe, wie ich bildungsmäßig einzuschätzen bin. Und wir haben leider aufgrund dieser ganzen Medienflut von Informationen, die völlig ohne Emphase nur informieren, haben wir eine, ja manchmal sage ich es immer ganz brutal, eine optische Verblödung, die ist gigantisch. Wenn sich nichts bewegt, wenn da nicht was flimmert, wenn da nicht was krach macht, wenn das nicht überdimensioniert ist, dann ist das gespenstisch. Und das ist für mich also ein echtes Manko. Und nur habe ich einen Trost. Die bildende Kunst kommt vom lieben Gott. Wir, gucken Sie, da ist der liebe Gott, da sind die Engel und dann kommen die Maler und die Bildner. Und wir sind vom lieben Gott beauftragt worden, den Menschen die Welt zu zeigen.